hier mal im Vergleich. Kitty und Brigitte, hinten kommt Gustl. Dann verschwunden da ganz hinten Gerda. Nochmal im Vergleich die kleine Gitti, die nun doch wirklich sehr klein geblieben ist, wie ich finde. Aber ihre Federn sind doch schön wiedergekommen. Man sieht jetzt von dem dritten der Hähne fast gar nichts mehr. Hat sich schön gemacht, wie ich finde. Vordergrund latschte gerade Gitti. Gustl, Greta und jetzt haben wir hier auch noch mal Gerda ganz in Ruhe. Auch da sehen wir, die Federn kommen, sodass die vielen Hahnentritte nicht mehr so deutlich zu sehen sind. Nach der Mauser, denke ich mal, haben wir das dann alles wieder im Griff und alle werden schön sein.